Hallo, hallo. Und ich melde mich heute hier aus Fort Pinter wieder. Ich wollte euch hier nämlich ein paar Pferdchen vorstellen. Und wir fangen hier vorne links genau auch gleich mal an. So. Es ist gepunktet, braun gepunktet. Wie man sieht, ist hier ein bisschen braun in der Mähne. Der Schweif ist halt braun. Die Schnute ist auch braun, hat er braune Augen. So, es ist ein arabisches Vollblut. Ihr könnt es ab Level 10 reiten. Es kostet 910 Starcoins. Bringt 1 Stärke mit, 2 Disziplin, 3 Agilität und die Restwerte sind 0. Also, falls ihr euch für ein gepunktetes arabisches Vollblut interessiert, steht der in Fort Pinter. So, das zweite Pferd hier vorne. So, wo läuft sie denn jetzt mit mir hin hier? So. Das zweite Pferdchen hier. So, ist ein dänisches Warmblut. Könnt ihr schon ab Level 1 reiten. Und es kostet 300 Starcoins. Es bringt 4 Stärke mit, 1 Disziplin, 2 Agilität und die Restwerte sind 0. Die Besonderheit, das Pferdchen hat schon Zöpfe. So. Das friesische Sportpferd könnt ihr ab Level 8 reiten, kostet 690 Starcoins. Es bringt 3 Stärke, 2 Disziplin, 2 Agilität mit und die Restwerte sind 0. Dieses Pferd hat eine lange Mähne. Wie das Pferd selber halt schon schwarz-weiß ist, so ist auch halt die Mähne angelegt. So. Das nächste Pferdchen hat halt auch Zöpfchen und eine große Blässe und Stiefelchen. Und es ist ein Oldenburger. Ihr könnt den Oldenburger schon ab Level 1 reiten. Er kostet euch 690 Starcoins. Er bringt 2 Stärke, 2 Disziplin, 2 Agilität mit. Und die Restwerte sind 0. So, was haben wir denn hier? So, ein nordschwedisches Kaltblut. Ihr könnt dieses ab Level 8 reiten. Es kostet euch 720 Starcoins. Die Besonderheit ist es kältebeständig, also sprich, ihr könnt damit im Dinotal rumgaloppieren. Er bringt hier halt 5 Stärke, 1 Disziplin, 2 Ausdauer mit. Die Restwerte sind 0. So, und der letzte hier im Bunde. Es ist ein American Quarter Horse. Und ihr könnt das Quarter Horse schon ab Level 1 reiten. Es kostet 890 Starcoins. Er bringt halt hier 2 Stärke, 2 Disziplin und 2 Agilität mit und die Restwerte sind 0. So, aber das hier sind ja nicht die einzigsten Pferde, die hier in Fort Pinter stehen, weil nämlich dort drüben beim Stall, da stehen nämlich auch noch 3 Stück. Schaut mal hier. So, hier haben wir ein englisches Vollblut. Dieses Vollblut könnt ihr schon ab Level 1 reiten. Es kostet euch 890 Starcoins. Bringt 1 Stärke mit, 2 Disziplin und 3 Agilität. Die Restwerte sind 0. Also ein schwarzer Freund findet ihr auch in Fort Pinter. So, der Liebling aller ist der Lipizzaner. Der Lipizzaner, den könnt ihr kaufen ab Level 9. Er kostet euch 949 Starcoins. Er bringt euch 3 Stärke, 2 Disziplin, 2 Agilität mit. Die Restwerte sind 0. So. Dann hier das größte Pferd im Spiel. Das Shire Horse. Also, dieses Shire Horse ist ab Level 8, so wie die anderen auch. Es kostet euch hier aber 949 Starcoins und bringt euch 5 Stärke, 2 Disziplin, 1 Ausdauer mit. So, und die restlichen Werte, die ihr habt, sind 0. So, da habt ihr jetzt mal einen kleinen Überblick hier aus Fort Pinter bekommen. Also hier vorne am Eingang stehen 3 und die restlichen findet ihr halt hinten links dann in der Ecke. So, vielleicht ist ja unter diesen ganzen Pferden ein neuer Freund für euch. Ne? So, und wir sehen uns dann beim nächsten Pferdevorstellungsvideo. Tschüss!